Hallo und herzlich willkommen bei den Gameswelt News. Mein Name ist Felix Rick. Heute erzähle ich euch ein bisschen was zu Kingdom Come Deliverance. Das ist wohl ein Riesenerfolg. Dann gibt es Gerüchte zu Gears of War 5. Außerdem gibt es einen neuen Trailer zu Nintendo Labo, der alles ein bisschen mehr erklärt. Und nach der Crash Bandicoot Trilogie soll jetzt eine Spyro the Dragon Trilogie kommen. Kingdom Come Deliverance ist jetzt noch gar nicht mal so lange draußen, ist aber wohl schon ein ziemlich großer Erfolg. Das hat zumindest der Kopf dahinter, Daniel Vavra, im tschechischen Fernsehen gesagt. Da hat er nämlich gesagt, das Spiel hat sich schon 500.000 Mal verkauft. Das wäre ja wirklich ziemlich krass. Hoffen wir mal, dass es weitergeht, denn das Spiel scheint ja tatsächlich ganz gut geworden zu sein. Kingdom Come Deliverance ist ein Mittelalter-Rollenspiel, das komplett auf Drachen und Magie und sowas Fantastisches verzichtet, sondern eher einen historischen Ansatz hat, solltet ihr euch mal anschauen und bei uns demnächst den Test lesen. Gears of War 5 wurde ja noch nicht angekündigt, aber es gibt Spekulationen, dass bereits daran gearbeitet wird. Denn ein Entwickler namens Splash Damage sucht gerade Leute, und zwar für das Franchise Gears of War. Splash Damage wiederum hat am vierten Teil mitgeholfen, zusammen mit dem Entwickler The Coalition. Und The Coalition arbeitet gerüchterweise an einer neuen IP, was ja heißen könnte, dass Splash Damage jetzt eben dann Gears of War übernimmt und deswegen aufstockt, weil sie einen fünften Teil machen. Das sind natürlich alles noch Mutmaßungen und Gerüchte. Sobald wir genaueres wissen, sagen wir euch da Bescheid. Zu Nintendo Labo ist ein neuer Trailer erschienen, der ist um die 4 Minuten lang und der zeigt, was man alles so basteln kann, wie das Ganze funktioniert und vor allen Dingen kriegt man dann auch mal so einen kleinen Einblick, wie die Spiele aussehen, wie zum Beispiel das Angelspiel aussieht, wie man dann angeln geht. Das finde ich sehr, sehr interessant. Solltet ihr euch mal reinziehen, ich freue mich da immer noch sehr drauf. Ende April ist es soweit, dann darf losgebastelt werden. Die Crash Bandicoot Insane Trilogie, die war ja unglaublich erfolgreich, wenn man Activision glauben darf. Und deswegen gibt es jetzt das Gerücht, dass da wohl an etwas Weiterem gearbeitet wird. Aber nicht Crash Bandicoot steht dieses Mal im Mittelpunkt, sondern Spyro the Dragon. Auch da soll eine Trilogie kommen, die soll laut Berichten im März angekündigt werden und dann im Herbst erscheinen. Und diese Trilogie soll dann Spyro the Dragon umfassen, Spyro 2, Ripto's Rage und Spyro Year of the Dragon. Bin ich mal gespannt, ob das stimmt und vor allen Dingen, ob das auch so erfolgreich werden kann, weil ich Crash Bandicoot noch um einiges cooler und bekannter einschätze als Spyro the Dragon. Ja, das waren unsere Nachrichten für heute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.